Flur. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch das Packvideo zeige, wie ich meinen Rucksack packe für den Camino. Und vorweg möchte ich euch sagen, all diese Sachen, die ihr hier seht, die ich jetzt in meinen Rucksack packe, haben nicht unbedingt was mit euch zu tun. Also ja, es ist bestimmt so ein ungefährer Richtwert, wo ihr sehen könnt, was eventuell wichtig ist mitzunehmen. Es muss aber nicht sein, dass all das, was ich jetzt hier mitschleppe, auch wirklich wichtig für euch ist. Jeder muss für sich selber wissen, was hilft mir am besten, was ermutigt mich am besten, was brauche ich dringend immer bei mir und worauf kann ich locker verzichten. Da muss jeder ein bisschen auf sich selbst schauen. Aber als grober Richtwert kann ich sagen, könntet ihr die Sachen hier auf jeden Fall packen. Okay, zumindest ein Teil. Also, ich fange mal an. Ich erkläre euch kurz meinen Rucksack. Ich habe einen Rucksack von Deuter. Und das ist ein Damenrucksack. Erkennt man an dieser Blume hier. Die kann man aber abmachen, wenn einen die stört. Die ist nur mit so einem Gummi befestigt. Und ich habe einen 40-Liter-Rucksack, der für mich persönlich völlig ausreicht. Wichtig, wenn ihr euch einen Rucksack besorgt, macht es am besten in einem Fachgeschäft. Lasst euch beraten und seht zu, dass der wirklich vernünftig auf eurem Rücken eingestellt ist. Als ich mir den gekauft habe, habe ich nur auf die Farbe geguckt und darauf, dass er nicht zu schwer ist. Und habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ja, der auch vielleicht gut auf meinen Rücken passen sollte, nicht, dass ich nach dem zweiten Tag Rückenschmerzen kriege. Und dann, zu meinem Glück, passt er auf meinen Rücken, aber er war die ersten paar Tage völlig falsch eingestellt. Und in einem der Hostels hat mir dann ein netter Spanier geholfen, das Ding richtig einzustellen und danach hatte ich auch keine Probleme mehr. Glück im Unglück. So, okay, zu meinen Taschen. Ich habe oben an meinem Deckel zwei Taschen. Einmal eine geht um. Diese Tasche hier, da kommen Sachen rein, die ich schnell griffbereit haben möchte, beziehungsweise die ich ziemlich häufig unterwegs brauche und die ich vielleicht auch mal brauche, wenn ich den Rucksack nicht absetzen möchte. Weil ich komme bei mir hier oben an den Reißverschluss dran, wenn ich ihn aufhabe, und ich komme auch mit der Hand rein. Das ist praktisch, weil dann kann ich den Rucksack mir was rausnehmen, ohne dass ich ihn absetzen muss. Und ja, das mache ich dann eben alles in das Fach, was ich da brauche. Wenn es mal schnell gehen muss, ich den Rucksack aber sowieso abnehmen würde, die Sachen kommen hier rein. Hier oben kommen natürlich die Hauptsachen rein, wie eben Klamotten und so weiter. Und hier hinten ist aber noch ein zusätzliches Fach und da kommt das Trinkwasser rein. Dann habe ich hier unten noch ein Fach. Da kommen auch Sachen rein, die ich später aber doch immer griffbereit haben muss. Und dann erkläre ich euch eine Seite, weil die andere Seite ist genau identisch. Und zwar auf jeder Seite hier so eine lange Tasche mit einem Reißverschluss. Und dann hier eine Tasche, wo man zum Beispiel Trinkflaschen reintun kann. Ich persönlich komme damit nicht so gut klar. Das muss jeder für sich wissen. Mir sind die Flaschen an sich zu schwer. Und ich muss ja sowieso dann einen Trinkschlauch noch draufschrauben, um eben ohne den Rucksack abnehmen zu müssen, trinken zu können. Oder ich muss den Rucksack jedes Mal abnehmen. Und das ist völlig unpraktisch. Gut, dann gibt es auf jeder Seite hier vorne noch so eine Brusttasche. Die sind auch super, super praktisch für Kleinigkeiten, die man auch immer mal schnell griffbereit haben muss. So, und jetzt fange ich an, den Rucksack mit euch zu packen. Und zwar so, wie ich ihn jetzt auch packen würde, wenn ich für mich ganz alleine jetzt einfach packen würde. Und anfangen tue ich immer mit dem Wichtigsten, nämlich mit dem Wasser. Und dafür packe ich den einfach hier hinten. Wie gesagt, in dieses Zusatzfach hier, könnt ihr das sehen? Da kommt der rein. Und dann ist hier oben ein Loch. Und da kommt jetzt mein Trinkschlauch durch. Einmal durchgefädelt. Und dann hat man vorne an den Schnallen hier auch nochmal so eine Öse. Und auch da, zack, sei nicht so widerspenstig. Schwupp, kommt der Schlauch rein. Und ich habe ihn immer vorne.
Und jetzt brauche ich hier bei meinem Schlauch zumindest, da gibt es verschiedene Techniken, einmal drehen und dann zack, schon einen Schluck getrunken, fertig. Ja, und das war's schon mit dem Trinkschlauch, das war die ganze Zauberei. Warum sitzt eigentlich der Trinkschlauch hier hinten so in der Mitte vom Rucksack? Also der sitzt so in etwa hier, in diesem Bereich und ist ja mit das Schwerste. Und genau so soll es sein. Unten kommen weiche, leichte Sachen rein. In die Mitte solltet ihr schwere Sachen packen. Und also die schwersten Sachen. Und oben kann es dann wieder ein bisschen leichter oder eben auch relativ schwer, aber nicht zu schwer am besten. Das ist so die optimale Wahl, das Ding zu packen. So, dann mache ich weiter mit diesem Fach hier. Dazu hocke ich mich mal wieder hin. Und das hier oben. Und hier kommen, wie gesagt, alle Sachen rein, die ich relativ schnell griffbereit haben möchte. Zum Beispiel habe ich hier das Wichtigste auf meiner Reise, eine Zippertüte, wo absolut kein Wasser durchkommt. Und dann habe ich hier drin Papiere, die ganz anders sein. Einen Stift, den lasse ich mal da drin. Mein Reisepass, der mindestens 6 Monate gültig sein muss. Den Pilgerausweis, denn nur mit dem kann ich in den günstigen Herbergen schlafen. Hier vorne füllt ihr den dann aus mit eurem Namen, also Reisepassnummer oder Ausweisnummer. Ihr sagt, wie ihr den Weg bestreitet, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Pferd, mit dem Schiff oder im Rollstuhl. Und schreibt noch eure Nationalität rein und dann geht's los. Ja, und da sammelt ihr jetzt die Stempel. In meinem Fall gehe ich ja diesmal von Ferrol bis Santiago nur 113 Kilometer. Das bedeutet, um am Ende die Compostela zu bekommen, also diese Urkunde, brauche ich jeden Tag 2 Stempel. Ist aber null Problemo, weil in Spanien erstens kriegt ihr jede Nacht bei der Unterkunft einen Stempel und zum zweiten könnt ihr in jedem Café, Restaurant und so weiter einen Stempel bekommen. Also da braucht man keine Sorge haben. Für mich sehr wichtig ein Reiseführer. Und zwar ist das hier jetzt der Camino Inglés natürlich für genau den Weg, den ich eben gehe. Und hier ist eben Kartenmaterial drin. Hier sind die verschiedenen Höhenmeter mit drin, die man eben an dem Tag bestreitet. Es ist immer eine genaue Wegbeschreibung, wie man gehen sollte. Hier ist es jetzt von A Corona. Das habe ich nur ausgesucht, da ich ja eigentlich in A Corona mit dem Flugzeug lande und dann ja weiter mit dem Bus bis nach Ferrol fahre. Und wichtig ist oder praktisch ist, dass hier immer auch Beschreibungen drin sind, was gibt es in den Orten eigentlich alles. Zum Beispiel gibt es hier dann Hotels, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Apotheke, es gibt einen Arzt, es gibt einen Bus, es gibt einen Zug und es gibt ein Schiff, mit dem man dann eben auch fahren könnte. So, und das ist natürlich mega praktisch und man hat eben eine sehr gute Wegbeschreibung. Also ich bin mit dieser Sorte letztes Jahr sehr gut zurechtgekommen. Zudem habe ich dann noch ein Büchlein, wo ich alle persönlichen Sachen reinschreiben kann. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr ein bisschen fleißiger mache als letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich reingeschrieben, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Fuß kaputt gegangen ist, ich dann die meiste Zeit mit dem Bus fahren musste. Und dann hat mich die Motivation ein bisschen verlassen, in dieses Büchlein zu schreiben. Ich hoffe, dieses Jahr mache ich es mehr. So. Und da ich die Sachen sowieso abends immer sofort griffbereit haben muss, mache ich die gut zu und sie kommt hier oben hin, wo ich sie immer sofort griffbereit habe. So, dann habe ich hier, das habe ich letztes Jahr auf dem Camino bekommen. Und zwar ist das hier so ein kleines Täschchen, wo man zum Einkaufen gut mitnehmen kann und dann eben nicht diese euren Plastiktüten immer hat. Finde ich super praktisch. Man kann es hier schnell zusammenklappen, hat ein Gummibändchen und kann es so zusammenpacken. Und außerdem
sind hier auch noch zwei Karabiner dran, dass man das Ding auch noch an seinen Rucksack festmachen könnte, wenn man dann eingekauft hat. Dann muss man es nicht an der Hand tragen. Perfekt. Kommt auf jeden Fall mit und wird auch benutzt. Hier auch ziemlich wichtig, wenn man abends im Hostel dann angekommen ist. In den meisten Hostels gibt es Schränke und in den meisten kann man sich auch ein Schloss mieten bzw. leihen. Das kostet dann irgendwie 5 Euro Leihgebühr oder beziehungsweise kriegt man die 5 Euro am nächsten Tag wieder zurück, wenn man das Schloss dann wieder abgibt. Und dann kann man seinen Rucksack nämlich in der Herberge lassen. In manchen Herbergen gibt es aber gar keinen Schrank oder es gibt keine Schlüssel. Und wenn ihr dann selber keinen mit habt, ich habe eins gekauft, ich habe es aber hier nicht liegen. Ich muss noch mal gucken, wo ich das hingelegt habe. Dann könnt ihr mit so einem Mini-Rucksack eure ganzen wertvollen Sachen, die ihr unbedingt bei euch behalten möchtet, in den kleinen Rucksack packen und den großen schweren in der Herberge lassen. Und hier hat man dann einfach so einen Reißverschluss und da kann man den Rucksack rausholen. Das mache ich jetzt nicht, weil es dauert eine ganze Weile, den wieder reinzufummeln. Da muss ich nochmal einen besseren Trick finden. Aber es ist halt wirklich mega praktisch. Ne? Man kann ihn entweder so hier einfach mittragen, wenn man ihn noch gar nicht offen braucht. Und wenn man dann halt Sachen hat, die man dann reinpacken möchte, schnell mal rausgeholt, umgeklappt und zack, hat man eben den Rucksack. Schwupp, kommt hier mit rein. Okay, ja, dann eine Sonnenbrille, die sollte man auch immer relativ schnell parat haben. Ich habe auch noch ein Käppi, das habe ich im Schlafzimmer, das habe ich jetzt auch vergessen, mit herzunehmen. Kommt aber damit rein. Hier habe ich noch zwei andere Zipbeutel. Mein Handy wird immer in meiner Tasche sein. Falls es dann doch mal anfängt zu regnen und ich komme nicht so schnell an alle Sachen ran, kann ich das schnell rausholen. Und kann da mein Handy reinpacken, habe es dann wasserdicht und kann es trotzdem bedienen, weil dadurch kann man es nämlich bedienen. So, eine Sache noch, die ein bisschen unangenehmer ist, und zwar sind das Feuchttücher. Die kommen hier auch mit rein, weil manchmal schafft man es nicht rechtzeitig zu einem Restaurant oder Bistro oder so. Und dann ist es sehr angenehm, wenn man ein paar Feuchttücher unterwegs dabei hat, wenn man mal schnell irgendwo hin muss. Genau. So, ja, das war schon das mit den Sachen, die mit am wichtigsten sind. Dann komme ich hierzu. Ja, jetzt kam mein Hund gerade in die Quere. Keine Ahnung, wie der da rausgekommen ist. Ich hatte ihn eigentlich extra unten eingesperrt, damit er nicht hier hochkommt. Und jetzt kam er doch. Okay, ich mache weiter. Hier habe ich einen Brustgurt, den man sich hier umschneiden kann. Und dann kann man seine GoPro hier vorne dran machen. Und dann kann man filmen, während man die Hände frei hat. Und das ist mega praktisch. Und das Ding kommt auf jeden Fall mit, weil ich natürlich auch wieder filmen muss gar nicht, aber ich möchte gerne filmen. Und ja, ich möchte das dieses Jahr auch ein bisschen mehr mit der GoPro machen, deswegen nehme ich das Teil auf jeden Fall mit. Dann hier ganz wichtig, erste Hilfe. Und zwar ist das Ding proppenvoll, wie ihr merkt. Zack, ich mache es mal auf und erkläre nur mal grob, was drin ist. Hier sind Pflaster hauptsächlich, und zwar hier vor allem Blasenpflaster. Ganz wichtig, das ist jetzt von DM, allerdings habe ich hier eigentlich zwei Sets drin, nämlich einmal für die Zehen und für die Seiten und dann eins für hinten für die Fersen. Das bekommt ihr bei DM, die sind auch nicht so teuer und da sind halt bei jedem Pack 6 Stück drin und da bin ich auch letztes Mal gut mit rausgekommen. So, hier ist noch eins vom letzten Jahr sogar über. Dann sind hier noch ein paar normale Pflaster, was ihr da gerade klappern hört, das ist mein Hund, der schmeißt seinen Napf durch die Gegend, weil er essen haben will. Und ein Verband für Brandwunden, ist vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, aber besser haben als brauchen. So, dann habe ich hier diese Klappe noch und da hole ich gerade mal die Sachen ein bisschen raus. Ein super gutes Tape, ihr seht, das ist so ein riesen Klopfer. Das ist echt viel, aber das ist auch ein bisschen teurer. Das habe ich aus der Apotheke. Das ist aber ein super gutes Klebeband, was super praktisch ist, wenn man mal was abtapen will. Ja, Nähzeug, Nähnadel und Garn. Farbe ist völlig egal. Hauptsache, man hat was da, um schnell was reparieren zu können. Auch ganz wichtig.
Hier ist nochmal so ein ganz dünnes Tape. Das ist so fast wie Papier. Das hatte ich letztes Jahr dabei. Das habe ich jetzt einfach nochmal mitgenommen, weil ja, das war gar nicht so schlecht, aber es war auch nicht so super. So, dann habe ich hier eine Müllbinde, eine Schere, um die Dinger auch zu schneiden zur Not. Hier habe ich eine Zeckenzange, weil man ja auch öfter mal in Waldgebieten unterwegs ist. Und hier noch eine Pinzette, falls man sich mal irgendwie was eintritt oder so. Dann habe ich hier noch Desinfektionstücher, um Wunden zu desinfizieren, und Handtücher, sterile. So, das war es auch schon hier eigentlich mit meiner kleinen Apotheke, wobei ich noch mehr Sachen dabei habe. Die zeige ich aber später, wenn ich meine ganzen Beauty-Sachen sozusagen zeige. Da sind die dann mit dabei. Die sind nicht mit hier in diesem Erste-Hilfe-Set, weil ihr seht, hier passt ja auch gar nichts mehr mit rein. Und das sind auch alles Sachen dann, die man sich auch morgens eher versorgt. Das braucht man auch ab und an zwischendurch mal, wo es dann doch mal schneller gehen muss. Wenn jetzt irgendwie gerade eine Blase gekommen ist oder so, dass man die halt schnell versorgen kann. So, das waren die beiden Fächer, wo ich überall schnell ran möchte. Drehe ich das Ding einmal um und möchte nämlich mit diesem Fach hier unten weitermachen. Und was ich da drin habe, sind genau drei Sachen, nämlich Schlafsack. Upsi, komm her. Schlafsack und Regencape. Dieser Regencape passt über meinen kompletten Körper mit Mütze und passt noch über den Rucksack drüber. Mega praktisch. Man kann den vorne so richtig schön zumachen, dass man wirklich nur noch so ein Stückchen da rausguckt. Und man wird wirklich nicht nass, außer hier unten die Beine ein bisschen und die Füße ein bisschen. Aber sonst bleibt alles trocken. Da ich den letztes Jahr nur ein einziges Mal gebraucht habe, kommt der auch hier ganz hinten hin verstaut. Also den braucht man so gut wie gar nicht. Dann habe ich zwei Schlafsäcke, wie gesagt. Dieser hier ist so ein ganz dünner Hüttenschlafsack. Also der ist wirklich ganz, ganz dünn. Das ist jetzt hier schon doppellagig. Und den benutze ich einfach nur als Bettlaken. Der ist genauso aufgebaut, wie man ihn hier sieht. Und hat dann auch hier oben so ein Fach, wo ich dann mein Kissen immer reinpacke. Und das mache ich, um mich vor Bettwanzen zu schützen. Super wichtig. Bettwanzen erkennt man übrigens daran, man guckt auf der Matratze, ob da so kleine schwarze Kügelchen oder so Krümelchen sind. Und falls ihr die entdecken solltet, dann würde ich euch empfehlen, die Herberge zu wechseln. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort Bettwanzen sind, gegeben. Und die wieder loszuwerden, ist nicht so einfach und ziemlich aufwendig. Deswegen würde ich dann lieber ein paar Kilometer an diesem Tag mehr in Kauf nehmen. So, hier habe ich noch einen Sommerschlafsack, weil ich es immer ein bisschen kuscheliger brauche. Ist ein ganz dünner Schlafsack, also nicht so dünn wie dieser, aber halt wirklich ein dünner Sommerschlafsack. Und den benutze ich als Zudecke. Ich glaube, das ist so ein Frühling-Ding. Wir brauchen es immer ein bisschen kuscheliger. Deswegen noch ein zweiter Rucksack. So, Schlafsack. So, ich drehe mich nochmal und mache mal weiter mit dem Fach hier oben, mit dem Hauptfach. Und da packe ich jetzt meine Klamotten rein. Und zwar habe ich an Klamotten mit. Was ich ganz nach unten packe, ist Schlafzeug. Man braucht natürlich nicht unbedingt Schlafzeug. Man kann einfach mit den Klamotten, mit denen man am nächsten Tag weitergehen möchte, abends ins Bett gehen. Dann hat man auch den Vorteil, dass man morgens leiser aus der Herberge verschwinden kann. Ich mag es persönlich nicht so gern, deswegen ein ganz dünnes Oberteil, eine kurze dünne Hose einfach zum Schlafen. So leicht wie möglich, damit es mir nicht so viel Gewicht raubt. Als nächstes habe ich zwei Unterhosen, so atmungsaktive Sporthöschen. Ja, die kommen auch mit. Wobei ich eine rausnehme, wenn ich losgehe, weil die ziehe ich dann nämlich schon direkt an und eine kommt in den Rucksack. Dazu passend habe ich einen Sport-BH. Warum habe ich nur einen? Das erkläre ich gleich. Weil ich drei T-Shirts tatsächlich mitnehme, obwohl eigentlich zwei auch reichen würden. Das ist hier ein
etwas dickere, also ein bisschen mit ein bisschen Arm und eben auch lang und ja, also ein normales T-Shirt halt, nur eben atmungsaktiv und dass der Schweiß rausgeht und dass mir aber auch nicht so kalt wird. Obwohl es sehr dünn ist, ist ja auch für den Sommer gedacht. Und hier habe ich zwei und diese Teile hier haben einen eingebauten Sport-BH. Und genau aus dem Grund nehme ich auch nur einen Sport-BH mit. Weil, warum soll ich drei oder vier Sport-BHs mitnehmen, wenn ich hier in meinen Shirts schon welche eingebaut habe. Weil man aber manchmal doch mit einem längeren Ärmel laufen möchte, nehme ich eben das andere Shirt auch noch mit. So, die kommen beide hier rein. Natürlich zwei Socken. Zwei Paar Socken, nicht zwei Socken. Und hier habe ich einmal ein Paar, was hier oben ziemlich stabil ist. Und zwar genau an dem Punkt, wo ich letztes Jahr Probleme hatte, wo ich letztes Jahr meine Sehenscheidentzündung hatte. Nämlich in diesem Bereich hier ist das ziemlich fest. Und dann ist sie hier oben fest, damit sie das Ganze auch schön in dieser Form hält. Damit man erst gar keine Probleme mit den Sehnen bekommt. Dafür sind diese Socken, also wenn ich merken werde, dass ich wieder ein bisschen Probleme kriege, dann werde ich diese Socken tragen. Beziehungsweise werde ich mal die und mal die, also weil einmal müssen ja auch welche gewaschen werden, aber die sind hauptsächlich dafür, wenn ich wieder Probleme kriegen sollte. Und das hier sind ganz einfache, kurze Sportsocken und das war's auch schon. Mehr nehme ich an Socken nicht mit. Solltet ihr auf den Camino gehen, wenn es mehr regnet, empfehle ich euch drei bis vier Paar Socken. Weil ihr dann schon mal in nasse Pfützen kommt oder so und zwei Paar Schuhe und dann könnt ihr wechseln. Und dann kann ein Paar nämlich immer trocknen und habt dann genug in Reserve. So, dann nehme ich noch eine Hose mit. Und zwar eine, die natürlich so eine normale lange Sporthose ist, wo ich eben auch sehr dünn, sehr leicht und eben auch atmungsaktiv. Hier kann ich aber einmal hier unten das Hosenbeinchen ein Stückchen abmachen und ich kann es auch bis zu den Knien abmachen. Das heißt, ich habe dann quasi eine kurze Hose. Also somit habe ich hier eine Hose in drei, also drei Hosen in eins. Das ist aber nicht die einzige Hose, die ich mitnehme. Die andere Hose, die ich noch mitnehme, die trage ich jetzt privat schon viel und ja, die ist gerade in der Wäsche. Deswegen zeige ich die jetzt auch nicht. Aber eine werde ich sowieso anhaben und eine kommt in den Rucksack, deswegen passt es sowieso vom Packen her. Ja, okay. Und jetzt habe ich alles Leichte, Weiche hier unten. Und jetzt möchte ich das nächst Schwerste mit einpacken, was ich dabei habe. Das ist mein Kulturbeutel. Ich rutsche gerade mal ein Stückchen nach hinten, dann seht ihr mich besser. So, hier ist mein Kulturbeutel und da ist einiges drin. Und hier liegt sogar noch was, was da auch noch rein muss. Und ich sehe gerade, ich habe hier meinen Löffel wieder zurückgepackt. Der kommt natürlich auch hier oben rein. Für das Mittagessen oder ne, also zwischendurch mal Pause mit dem Snacken will. So. Aber zurück zu meinem Kulturbeutel. Und hier sind noch zwei Sachen, die da auch mit rein müssen. Ja, ich schmeiß mal alles raus. Dann habe ich es leichter, es euch zu zeigen. So, das dürfte jetzt alles gewesen sein, dass hier locker rumfliegt. Genau. Also erstmal habe ich hier hinten drei kleine Fächer und hier ist drin eine Lotion zum Eincremen, ein Duschgel, ein Reiserasierer, wo ich noch eine zusätzliche Klinge dabei habe. Dann habe ich hier so eine kleine hübsche Klammer, wenn ich abends mal irgendwie doch noch zum Restaurant mal was Süßes in meine Haare möchte. Weil wenn man, ja gut, jetzt bei den 10 Tagen wird es kein Problem sein. Aber wenn ich länger gehen würde, beim nächsten Mal würde ich mir auch ein Kleidchen oder so mitnehmen. Weil wenn man wirklich 3-4 Wochen immer nur zwei verschiedene Outfits anhat, und immer nur in diesen Sachen unterwegs ist, sehnt man sich abends wirklich danach, als Frau zumindest, auch mal etwas anzuziehen, was ein bisschen angenehmer ist. So, hier habe ich dann noch ein Everyday Shampoo. Das kommt hier rein. Eine Bürste. Eine Reisezahnbürste wie eine kleine Zahnpasta. Dann habe ich hier für meine Haut
ein bisschen Hyaluronsäure, das tut mir immer ganz gut. Desinfektionstücher für die Toiletten. Eine Nagelfeile, um meine Fingernägel sauber zu machen. Dann habe ich hier zwei Heilsalben. Einmal eine normale, beziehungsweise ist die bei Entzündungen. Die hilft mir aber nicht so gut wie diese. Also ich benutze diese, wenn ich kleinere Sachen habe und wenn die Sachen wirklich richtig schlimm offen und entzündet sind, dann benutze ich diese. Das ist die Bepanthen-Heilsalbe, allerdings ist die antiseptisch. Und das ist wirklich die Salbe, die mir immer hilft, wenn ich irgendwelche offenen Stellen oder so habe. So, hier habe ich noch einen kleinen Rest Creme. Das ist eine super gute Creme. Das ist halt eigentlich nur eine Hautpflege oder ein Hautschutz. Und ja, das kriegt man in der Apotheke. Ist auch nicht so mega günstig, aber ist eine sehr schöne Salbe. Also die vertragen, glaube ich, auch Allergiker ganz gut. Also meine Freundin zumindest, die eigentlich viele Sachen nicht verträgt, verträgt diese. Ich empfehle euch Hirschteig, vor allem für die ersten Tage. So, mein Hund hat mich wieder besucht. Und hier, wie gesagt, Hirschteig. Wenn ihr euch damit die Füße eincremt, dann ja, werden die Füße nicht so schnell angegriffen. Man kriegt nicht so schnell Blasen, man kriegt nicht so schnell Reibepunkte und so weiter. Ich empfehle es euch auf jeden Fall für die ersten Tage. Dann brauche ich für mich persönlich, da ich ja keinen Föhn oder irgendwas habe, brauche ich einen Conditioner. Und der ist jetzt hier ja, locker für die ganze Woche. Also da werde ich wahrscheinlich noch was wieder mit zurückbringen. Besonders die ersten Tage brauche ich immer Magnesium, damit ich keine Wadenkrämpfe nachts kriege und dass ich auch keinen Muskelkater bekomme. Ist Magnesium wirklich gut, empfehle ich euch auf jeden Fall für den Anfang. Dann habe ich hier so ein paar Waschteile für die Waschmaschine. Ich habe jetzt gedacht, okay, ich bin 10 Tage da, mir reichen 5 Stück und das ist halt so 3 in 1. Da ist halt alles schon mit drin, inklusive der Weichspüler. Das riecht auch super lecker. Das ist von Ariel hier, glaube ich. Ja, ist auch egal, ich will keine Werbung machen. Aber da habe ich jetzt 5 Stück drin und die habe ich nochmal in so einem Zipperbeutel, falls die mir doch kaputt gehen sollten, dass meine Tasche hier nochmal so ein bisschen geschützt ist wenigstens. Dann mache ich mal ein bisschen die Luft raus. Und dann kommen sie hier noch mit rein. So, hier habe ich noch 2 Ibuprofen, falls mal irgendwas ist, man irgendwie akut Schmerzen hat und welche braucht. Ich habe auch gleich die 400er genommen, weil wenn man dann Schmerzen hat, dann wahrscheinlich ordentlich. Deswegen gleich die stärkere Portion. So, hier in diesem Restverschlussteil habe ich zu einem so ein Teilchen. Da ist eine Nagelfeile drin, ein Nagelclipser und eine Nagelschere. Das habe ich mal von einem sehr, sehr guten Freund bekommen und das begleitet mich immer, wenn ich weiter weg war. Und ja, es ist halt auch mega praktisch, ne, wenn man die Sachen dabei hat. So, dann habe ich hier Haargummis und ja, wie ihr seht, ein paar Tampons, weil man weiß ja nie. Sagt mal, besser haben als brauchen. Und dann hier oben noch ein paar Slip-Einlagen. Nicht so viele, nur ein paar. Einfach auch um sicher zu sein, weil, wie gesagt, man erreicht nicht immer sofort eine Toilette und es ist praktisch dann einfach sowas zu haben, weil man bedenkt, man kann nicht jeden Tag seine Sachen waschen. So, und da das Ding hier ziemlich voll und schwer ist, kommt das in die Mitte. So, dazu passend habe ich hier noch ganz unspektakulär 2 Mikrofaserhandtücher. Ich mache die jetzt auch gar nicht mehr auseinander. Ich habe hier ein kleines für die Haare und ein großes für den Körper. So, einmal da und einmal da. Und die sind hier halt in so einer praktischen Tasche. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, dass die da so eingepackt sind. Ja, das war's schon. Die kommen noch mit dazu. Und dann natürlich für die Herbergen, da ich ja dort nicht barfuß laufen möchte, wegen Fußpilz und so weiter und auch in die Duschen,
möchte ich gerne Badelatschen haben, weil mit euren Wanderschuhen dürft ihr da selbstverständlich nicht rein. Also kommen die auch noch mit. Ja, das war's hier oben. Und ihr seht, der ist auch schon gut gefüllt. So, dann komme ich mal zu meinen Seitenteilen. Und hier kommen jetzt so meine Elektrosachen, die ich gerne mitnehmen möchte, bis auf das hier. Das ist mein Teil, was ich letztes Jahr mir in Spanien gekauft habe, wegen der Sehnscheidentzündung. Und das nehme ich einfach vorsichtshalber mit. Das kommt einfach hier in das Seitenfach. Vorsichtshalber, wenn ich es nicht brauche, kann ich es vielleicht verschenken an jemanden, der es braucht. Das passiert auf dem Jakobsweg sehr oft, dass ihr beschenkt werdet oder ihr jemanden beschenkt. Das ist auch wirklich ein Geschenk, wenn man Sachen einfach mit anderen teilen kann, die man selbst nicht braucht. Oder wenn man Sachen bekommt, die man wirklich dringend braucht und die hat dann jemand in der Herberge für einen gelassen. Oder ja, wie auch immer. Also das ist wirklich, wirklich toll, dieses Untereinander auf dem Jakobsweg und diese Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, das ist wirklich toll. So, dann möchte ich in dieses Reißverschlussfach hier diese beiden Teile tun. Ja, was ist das denn jetzt wieder? Das braucht garantiert nicht jeder. Ihr seht, mein Rucksack hat gebrannt, mein Alter. Und der hat hier ein bisschen was abbekommen. Das sind Stempel. Und zwar sind das Stempel zum Geocachen. Das braucht natürlich nicht jeder. Aber ich möchte gern, wenn auf dem Weg ein paar Geocaches sind, die man so nebenbei machen kann, möchte ich die gern machen. Und deswegen kommen die mit. Auf der anderen Seite packe ich in mein Reißverschlussteil meine Ladesachen. Also ich habe hier so ein Ladeteil. Da sind drei USB-Ports drin und ein normaler Stecker und dazu drei Schnellladekabel in verschiedenen Längen, 1,5 Meter, Meter und einen halben. Und das reicht völlig aus. Da komme ich auf jeden Fall hin, um alle meine Sachen zu laden. Eine Powerbank für unterwegs. Manchmal ist es sehr nützlich, die zu haben. Und die hat noch eine Taschenlampe. Diese Taschenlampe bringt jetzt nicht so wirklich viel. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber die ist super, um abends mal kurz an den Schrank zu gehen und irgendwas zu suchen vielleicht, wenn man nicht alle komplett aufwecken möchte. Und natürlich unterwegs als Powerbank, wenn man dann mal doch keine Lademöglichkeit hat, weil alle Steckdosen belegt waren oder so. Was ich nie erlebt habe in den ganzen Wochen auf dem Jakobsweg, aber man weiß ja nie. So, dann auf dieser Seite hier in meinem Brustbeutel kommen Taschentücher. Und da habe ich schon die richtigen rausgesucht. I love Twirl und Salt in the Air and Sand in My Hair. Fand ich perfekt, passig zu Spanien und natürlich zum Reisen. Und deswegen, zack, hier vorne rein, weil Taschentücher muss man immer mal schnell bereit haben. Und den kann ich dann einfach aus der Hand, aus der Tasche hier greifen und dann ist gut. Auf der anderen Seite unterwegs, auf dem Weg, meine GoPro mit dem Zusatzakku. Das kommt hier rein, weil wenn ich dann filme, dann möchte ich sie auch immer mal schnell griffbereit haben. Ich habe natürlich auch mein Handy immer griffbereit, aber ist eben auch schön, mit der GoPro griffbereit zu sein, weil die macht natürlich einfach schönere Bilder. Das muss man einfach eingestehen, dass man mit der immer schönere Bilder hat als mit dem Handy. Ganz klar. So, ja, jetzt kommt mein Rucksack einmal aufgestellt. Dann mache ich ihn einmal zu. Weil da oben kommt ja jetzt nichts mehr rein. Gezogen. Das war's. Und dann kann ich ihn hier an die Wand stellen. Und dann seht ihr hier, habe ich Laufstöcke. Letztes Jahr hatte ich keine. Ich habe es sehr bereut. Obwohl ich am Anfang gesagt habe, ah, ich will keine und die würden mich nur stören. Und nein. Sehr hilfreich und auf jedem Jakobsweg ab jetzt dabei. Und hier an der Seite habe ich hier so zwei solche Laschen. Und ich habe ja vorhin gesagt, man hat hier auch immer, wo sind sie denn jetzt? Jetzt bin ich hier auf der falschen Seite, solche Gummischlaufen. So sehen die aus. Und dann kann man hier, ups,
sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus, aber ist es eigentlich nicht. Zack, so kann man das nämlich gut festmachen und dann hier auch mit der Schlaufe festziehen, hier unten auch festziehen und schon sitzen die fest am Rucksack und können euch nicht mehr wegrutschen. Und ja, es findet sich immer mal jemand, wenn ihr nicht selber rankommen solltet und sie jetzt nicht abnehmen, den Rucksack nicht abnehmen wollt, was ihr aber sowieso wahrscheinlich machen werdet, weil wenn ihr anhaltet, um die Stöcker zu nehmen, dann müsst ihr sie ja auch einstellen und so weiter und dafür macht man eigentlich eine Pause oder ich zumindest werde dann wahrscheinlich eine Pause machen. Ich kann da noch nicht so sehr aus Erfahrung sprechen, weil ich ja noch keine mit hatte. Ich hatte zwar am Ende einen Stock, den hatte ich aber die ganze Zeit bei mir, also den habe ich auch, glaube ich, nur ein einziges Mal an meinen Rucksack gebunden und das habe ich auch alleine hingekriegt, also da habe ich einen Malpolz abgenommen, das war halb so wild. So, ja, das ist mein Rucksack, so wie der jetzt hier steht, wiegt der jetzt tatsächlich schon 9,5 Kilo und das ist auch das Maximum, was ich darf. Also ich habe es genau abgeschätzt, ich habe es genau ausgenutzt, mehr darf ich nämlich nicht, weil man soll nur 10% des Körpergewichts plus 1 bis 2 Kilo. Bei mir wären das 7,5 Kilo bis plus maximal 2 Kilo, also genau 9,5 Kilo. Also mehr sollte ich nicht mitnehmen. Das ist einfach nicht zu empfehlen und es ist auch nicht schön zu laufen, wenn man so viel mit hat. So, eine Sache noch für alle mega, mega wichtigen Sachen, die ich jeden Tag, den ganzen Tag und die ganze Nacht an meinem Körper haben möchte, habe ich dieses Teil. Dünn, ganz schmal, ist wirklich zum Laufen auch gedacht. Wichtig ist aber, ich kann hier vorne, habe ich ein Fach, da kann ich mein Handy reintun und kann es hier durch aber bedienen. Und ich habe hier ein Fach, wo ich meine Visa-Card reinpacken kann, damit ich dann unterwegs Geld abheben kann. Mein Geld kann ich hier reintun und falls ich irgendwo einen Schlüssel bekommen sollte, für ein Zimmer, was ich zum Beispiel die erste Nacht im Bilbao hatte ich auch einen Zimmerschlüssel. Das kann mal passieren und dann ist es eben praktisch, wenn man das alles immer bei sich hat, egal ob man jetzt noch einen zusätzlichen Rucksack mitnimmt oder nicht. Hier hat man dann immer alle Sachen und die kann man auch beim Schlafen eben an seinem Körper lassen. Dieses Teil hier hat mich auf meiner letzten Reise nur dann an meinen Körper verlassen, wenn ich duschen war und selbst dann war es immer in Augenkontakt. Also das Ding war immer bei mir. Der war auch ziemlich viel bei mir, aber das Ding noch mehr. So, und ihr seht schon, hier kommt ein Kabel raus. Und zwar habe ich hier mein Headset dran. Da ist nämlich so ein Klettverschluss hier. Zack, und da kann man die Kopfhörer dran machen. Das kann man hier so einklemmen. Und hier kann man das Kabel reinmachen. Und das kann man dann hier wiederum, entweder hier oder hier, je nachdem, wo bei euch der Anschluss fürs Mikrofon ist, kann man das durchschieben und dann kann man das direkt ans Handy anschließen, ohne dass man das hier irgendwie wieder rausfummeln muss. Also das könnt ihr dann morgens machen, wenn ihr losgeht, wenn ihr dann Bock habt auf Musik hören, Klettverschluss auf, Stöpsel in die Ohren und weiter geht's, da man das Handy ja hier durch bedienen kann. Wichtig, wichtig, wichtig. So. Und dann kommen wir zum super, super wichtigen für unterwegs, natürlich für die Schuhe. Und zwar, letztes Jahr hatte ich diese Dinger. Ich hatte nur diese Schuhe hier dabei. Ich dachte auch, dass die super sind. Dachte ich. Ich habe am letzten Tag in Spanien, bevor es wieder zurückging, also in Santiago, im Hostel, ist mein geliebter Stock, mit dem ich die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen bin, hier drauf gefallen und hat hier eine Delle reingehauen in dieses Plastik. Und dann bin ich zum Schuster und habe gesagt, bitte macht mir diese Delle raus, bei drei verschiedenen. Und die haben mir alle gesagt, nee, können wir nicht. Dann habe ich gesagt, so, passt mal auf, Leute, ich mache mir alles allein. Dann mache ich das auch allein. Und das kriege ich schon hin. Und dann kam ich nämlich auf die Idee, ich nehme meinen Heißluftföhn, das ist ja nur Plastik hier, und mache mir das heiß und biege mir das wieder zurück. Und das hat auch funktioniert. Und die Schuhe standen ziemlich lange jetzt bei mir rum, wegen dieser Delle, und habe sie nicht benutzt.
Und jetzt seit 3 Tagen bin ich wieder damit gelaufen. Und ich muss sagen, meinem Fuß ging es ja wirklich wieder richtig gut. Die Sehnenscheidentzündung war weitestgehend weg. Also ich merke davon ganz, ganz, ganz selten nochmal was, wenn ich es wirklich komplett überbelaste. Aber eigentlich merke ich da so gut wie gar nichts mehr von. Also ich würde behaupten, sie ist eigentlich weg. Jetzt bin ich 3 Tage mit diesen Schuhen gelaufen und was ist passiert? Meine Sehne fängt wieder an zu ziehen. Hier drin, wenn ich jetzt hier drauf drücke, fängt das wieder an weh zu tun. Und das bedeutet, auf Wiedersehen, Stiefel vom letzten Jahr. Ja, und was soll ich sagen? Im Herbst habe ich mir die gekauft, im Sommer habe ich mir die gekauft. Und das werden die Schuhe sein, die ich mitnehmen werde auf den Jakobsweg. Und zwar einmal diese hier, weil die einfach ein bisschen fester und stabiler sind, wobei die leichter sind als die hier, ehrlich gesagt, die sind ein bisschen schwerer. Ist aber nicht so schlimm, die sind trotzdem noch leicht genug. Die sind halt nur ein bisschen leichter. Ich habe in denen guten Halt, ich habe ein gutes Fußbett, ich habe genug Platz und sie sind eingelaufen. Ich habe sie schon über ein halbes Jahr an. Und habe keine Probleme in diesen Schuhen. Ich kriege weder eine Sehnenscheidentzündung noch irgendwas anderes. Und deswegen kommen die mit. Genau wie diese hier, mit denen bin ich im Sommer letzten Jahr, also auch bestimmt ein halbes Jahr, durch die Gegend gerannt. Und habe sie auch vor ein paar Tagen schon mal wieder angezogen. Und da bin ich auch super mit klar gekommen. Keine Schmerzen, keine Probleme. Und bei denen werde ich, wenn es jetzt draußen wieder wärmer wird, die letzten 2 Tage war es wieder richtig kalt hier, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, die Tage jetzt, hoffentlich, dann werde ich diese Schuhe ein bisschen tragen ohne Socken. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr, ob ich die letztes Jahr ohne Socken getragen habe oder nicht. Und sehr wichtig ist, keine Experimente auf dem Jakobsweg zu machen, sondern die Experimente immer vorher zu machen, wenn man sie nämlich zu Hause dann gut auskurieren kann, wenn irgendwas sein sollte. Auf dem Jakobsweg ist das immer ziemlich schwierig. Deswegen werde ich die, sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, ohne Socken ein bisschen tragen und werde gucken, ob ich damit gut klarkomme. Weil das wäre natürlich super bei der Hitze im Juli in Spanien, dann eben offene Schuhe zu haben ohne Socken. Perfekt. Also erstens werden dann meine Füße wahrscheinlich so ein Muster haben, weil hier sind ja Löcher drin. Ja, das stört mich aber nicht. Hauptsache, ich habe angenehme Füße und kann weit genug pro Tag laufen. So, ja, das war es tatsächlich. Ich habe alles aufgeräumt. Es ist nichts mehr da. Und ja, mein Rucksack ist gepackt. Ich könnte theoretisch starten. Ein paar Monate sind es leider noch, weil mir kribbelt es wirklich schon in den Händen und in den Füßen. Und würde am liebsten schon lostigern. Aber auf jeden Fall geht es bald los mit dem Trainieren, mit dem Üben. Für mich unerlässlich, vorher ein bisschen zumindest dafür zu trainieren. Es gibt natürlich Leute, die auf den Jakobsweg gehen und nie irgendwie irgendwas vorher trainiert haben und die schaffen es. Und dann gibt es Leute, die sind total durchtrainiert und bei denen passiert irgendwas und die schaffen es nicht. Natürlich ist das keine Garantie, aber ich denke, es ist schon angenehmer für einen selber, loszugehen, wenn man schon ein bisschen vorher getan hat und ein bisschen fitter ist. Ja, und sind wir mal ehrlich, schaden kann es mir nicht. Noch ein paar Kilo weniger wäre gar nicht verkehrt. Okay, so ihr Lieben, ja, wie gesagt, das war's. Ich habe alles gepackt und bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, buon Camino!